kann in 3 Sekunden die Welt erobern, den Himmel stürmen und in mir wohnen. 2 Sekunden Frieden stiften. Das, was Andreas Burani in seinem Song so schön beschreibt, haben sich diese Kinder aus Wittmund bereits auf ihre Fahnen geschrieben. Ihr Musikvideoprojekt Mobbing soll Kinder und Jugendliche ermutigen, über ihr Handeln nachzudenken, eigene Stärken zu entwickeln und füreinander einzustehen. Für das Jugendwerk ein Projekt mit Lerneffekt. Es bietet am Ende nicht ganz so eine Lösung, aber das liegt daran, weil wir mit diesem Video in verschiedene Grundschulen gehen und dort mit den Kindern hinterher darüber diskutieren, was das denn für Lösungen geben könnte. Dafür gab es den Publikumspreis des Integrationswettbewerbs der Bertelsmann Stiftung Alle Kids sind Wips. Insgesamt wurden 115 Vorschläge eingereicht, 6 von ihnen wurden ausgezeichnet. Projekte, die das Wettbewerbsmotto Vielfalt ist unsere Stärke vorbildlich umsetzten. Es geht um interkulturelle Begegnungen oder um die Courage von Jugendlichen, Kindern mit geringeren Bildungschancen zu fördern. Für die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung ein guter Weg. Wir merken ja doch, an manchen Stellen in Deutschland muss zum Beispiel die Bundesregierung auch mithelfen, dass es besser läuft. Aber an den allermeisten Stellen könnten wir noch mehr Hilfe leisten. 2008 wurde Alle Kids sind Wips ins Leben gerufen, mit nachhaltigem Erfolg. Ein Anreiz für die vielen Kinder und Jugendlichen sind auch die prominenten Botschafter der Aktion. Sie spornen an, unterstützen, setzen sich ein und nehmen sich Zeit. Nicht selbstverständlich heutzutage. Es gibt nichts Schöneres, als in die Kinder zu investieren, Zeit mit den Kindern und Jugendlichen zu verbringen und auch zu gucken, was machen sie gerade. Ne? Was ist ganz wichtig zu gucken, was sie bewegt. Und vor allem freue ich mich besonders über die Tatsache, dass die Projekte so vielseitig sind. Also dass du wirklich jedes Jahr das Gefühl hast, es ist immer wieder was Neues dabei, es ist nichts Abgegucktes. Und was natürlich gut ist, ist, dass es nächstes Jahr weitergeht, also dass es nicht aufhört. Und das ist für die Bertelsmann Stiftung Ehrensache. Gibt es doch noch viel zu tun auf dem Weg zu echtem Miteinander und Integration. Da muss man schon sehen, wo die kleinen Seelen bleiben und dass wir sie fördern, dass sie einen Abschluss in den Schulen bekommen, dass sie aus ihrem Leben etwas machen können, gestalten können. Wenigstens später auch für sich selbst sorgen und vielleicht auch im Studium und in unserer Gesellschaft auch einen großen Beitrag leisten. Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Ein Hoch auf uns. Oh. Die diesjährigen Preisträger sind gekürt. Jetzt geht es in eine neue Runde mit hoffentlich weiteren spannenden Projekten.